Hallo ihr Lieben, heute machen wir uns jetzt vom Campingplatz auf dem Weg. Ach, ich kann nicht so schnell reden. Also nochmal. Heute machen wir uns auf dem Weg vom Campingplatz aus dem Kojak-Wasserfall. Ja, genau. Wir werden hier den nächsten wunderbaren Wasserfall besuchen. Und dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Und auch sehr schön. Das ist unser Tagesziel erstmal. Das ist echt cool gemacht hier in Slowenien. Die Wegbeschilderung ist richtig stark. Und wisst ihr, da wir gestern schon in der Sofia waren, haben wir auch sehr viele Tiere da drin gesehen. Und dreimal dürft ihr raten, was für ein Tier wir gesehen haben. Ihr bekommt 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Habt ihr es erraten? Die Auflösung gibt's jetzt. Wir haben eine Wasserschlange gesehen. Aber Papa hat mir wie immer mal nicht geglaubt, bis er sie selber gesehen hat. Die war so süß. Von hier aus sind es noch zum Waterfall noch 25 Minuten. Ja, und in Slowenien wird es mit Slap ist Wasserfall. Das war noch nicht der Kojak, aber das war trotzdem für mich wieder wunderbar. So ein kleiner Wasserfall als Snack nebenher, bevor es zum Großen geht. Ja, unsere Schneckensammlerin. Und das seht ihr vielleicht nicht, aber da guckt eine raus. Ja, so wie wir in der Ferne erkennen können, ist der Kojak Wasserfall nicht frei zugänglich, sondern man muss Eintritt zahlen. Jetzt bin ich euch noch das Eintrittspreis schuldig. 8 Euro zusammen. Ich zahle 6 und die Marisol 2. Ja, der Wasserfall ist kein typischer Rundweg, sondern man kommt oben in eine Sackgasse rein und sollte diesen Weg wieder zurücklaufen. Und wir schauen mal, was wir aus dieser Wanderung machen, ob es noch ein bisschen mehr geht oder ob wir dann wieder zurücklaufen. Man muss einfach mal schauen. Wir werden kurzfristig entscheiden. Der Aufstieg zum Wasserfall und man durchläuft hier noch so eine wunderbare Schlucht. Richtig cool gemacht. Wow, ist schon mächtig toll hier.
Hi, Wasserfall. Fisch und Kalkwappen, cool. Ja, der Weg zum Wasserfall ist wirklich hier in so einer schönen Schlucht drin. Riesige Quader liegen hier rum. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, wir ziehen jetzt mal ein Fazit heute von unserer Tour. Also der Wasserfallweg und so weiter ist schon sehr schön. Aber der Eintritt ist ein bisschen zu viel, weil der Weg ist dann auch zu klein und für das, dass man dann nicht so gut an Wasserfall kommt, einfach günstiger machen. Richtig, wie die Marisol schon sagt, gigantisches Naturschauspiel, wunderbar. Ihr wisst, ich liebe Wasserfälle. Aber wie gesagt, 2-3 Euro billiger der Eintritt, dann wäre das alles hier rundum perfekt. Oh, aber trotzdem, besucht ihn, es ist wunderschön. Meinung. Ja, es ist einfach wunderschön in der Natur zu schlendern. Einfach mal unterwegs in Slowenien, Raum und Zeit verlieren, einfach das Leben genießen mit der Marisol. Platz schon verlassen und machen uns jetzt Richtung Boric auf den Weg. Erstmal geht es noch ganz schnell noch in eine Apotheke, weil die kleine Maus ist gestern gestürzt und hat sich das Knie aufgeschlagen, die Arme. Ja, das passiert mal. Und dann besuchen wir heute den Boca-Wasserfall und das muss ein richtig mega Highlight hier sein. Aber wie immer, wir lassen uns überraschen und wir werden uns heute Abend dann wieder einen Campingplatz suchen und wir schauen einfach mal, was die Zeit mit sich bringt. Und so, jetzt laufen wir zum Boca-Wasserfall und es sind 183? 160 Höhenmeter. Ah, 160 Höhenmeter. Ungefähr 2,5 Kilometer. Und ungefähr 2,5 Kilometer. Ja, die Marisol ist schon, das ist ja wohl richtig kultig. Dieses Hinweisschild ist Weltklasse. Wahnsinnig oldschool. Den Boca-Wasserfall. Ein Teil davon kann man von der Straße aus sehen. Und das ist schon gigantisch, nur aus der Ferne. Ich bin mal gespannt, wenn wir nachher oben stehen, was für ein Mega-Ereignis das wieder ist. Die Sehenswürdigkeiten hier in Slowenien sind sehr, sehr, sehr gut ausgeschildert. Ja, sehr felsiger Untergrund. Aber man läuft jetzt mittlerweile ein bisschen im Wald. Und endlich im Schatten. Ja, das ist schon unglaublich warm. Und wir haben noch nicht mal 12 Uhr. Ja, es ist noch vormittags und es ist schon knalleheiß. Ja, das hat eher ein kleines bisschen mit Kraxeln zu tun heute. Mal was Anspruchsvolles. So macht das auch Spaß. Die Marisol schlägt sich tapfer, obwohl ihre Knie aufgeschlagen sind.
Ja. Aber das ist jetzt nicht von hier, sondern es war ein kleiner Unfall am Campingplatz. Ja, guck, da waren solche Kieselsteine und ich bin gerannt und dann wollte ich bremsen und dann... Das passiert mit der Maus. Ja, das entpuppt sich doch als ganz schöner Abenteuerpfad. Die Marisol macht sich mega gut als Bergsteigerin. Kannst du bitte am Baum auf mich warten, vorsichtshalber? Danke. Und ganz schön anspruchsvoll, gell? Der Wasserfall verlangt uns alles ab. Das sind 160 Höhenmeter, sehr felsig. Teilweise ein bisschen Klettern angesagt. Aber mega macht es Spaß. Klar, die Marisol ist sehr vorsichtig. Hat doch, für sie ist es sehr anstrengend, aber ich bin so stolz auf die Marisol, was sie schon alles mitmacht. Das ist einfach. Marisol ist super. Hab dich ganz arg lieb, du bist echt die Beste. Die Kraxlerei, man wird belohnt mit Blick ins Tal. Da hinten seht ihr die Sosia komplett entlang. Und ja, anspruchsvoller Aufstieg. Also. Nach der Touristenplattform folgt ein Aufstieg von ca. 150 Meter, der hat es in sich. Ich habe meine Kamera zum Teil weglegen müssen, ich musste auf Marisol und auf mich aufpassen. Auf alle Viere sind wir hochgekraxelt, aber die Mühen haben sich ausgezahlt. Aber hier ist der Bocca-Wasserfall in Slowenien. Heile runter geschafft. Alles kein Problem. Einfach ein bisschen aufpassen. Aber war doch ganz schön felsig. Und wir haben jetzt gerade noch zwei Wanderer getroffen. Die haben das Gleiche gesagt, dass die eine Passage ziemlich heftig ist, wo wir hochgegangen sind. Aber wir machen uns nun auf den Weg zum Parkplatz ins Auto, suchen uns einen Supermarkt, kaufen für die nächsten Tage ein und suchen hier in Boreč ein Campingplatz und dann geht unser Abenteuer weiter. Und wir nehmen euch natürlich wie immer mit. Ihr müsst leiden. Ich hoffe, es ist kein Leiden. Ja, der Camp Sosia war voll belegt und jetzt sind wir weiter zum Camp Kurita. Das ist der hier. Und das Geile an diesem Campingplatz, ich zeige es euch gleich. Ich bin direkt an den kleinen Sosia-Drögen. Schaut mal da runter.